Zeckentrophäe. Die kennen wir schon, ne? Warte mal. Ja, die kennen wir schon. Natürlich kennen wir die schon. Nö. die Axt meine ich. So. Oh, da ist eine Zecke. Die hat uns nicht gesehen, Gott sei Dank. Und das nehmen wir auch mit. So, wie viel haben wir denn? 39. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen 10. Doch, wir brauchen 30. Wir brauchen 30. Wir haben, glaube ich, genug. Huch, ich trage zu viel. Warum das denn? Ach so, weil Ding es nicht mehr zählt. Oh, dann schmeiße ich davon mal die Hälfte weg. Perfekt. Ach, wir können den Totenkopf entfernen. Und wir laufen zurück zu unserer Base. Bringen erstmal alles in Sicherheit. Ach ja, kann ich ja nicht. Aber die hier kann ich, ne? Ja, aber die kriege ich niemals. Schade. Okay, ich würde aber gleich nochmal wiederkommen, um nochmal die Pilzzucht anzuhauen. Das mitnehmen? Geht nicht. Dann lasse ich das Gold hier und nehme das mit. Perfekt. Und bevor wir das machen, craften wir erstmal unseren... Okay, ich glaube, das Huhn ist bereit, dass es geerntet werden kann. Oh Mann, auch ernten. Ich schmeiß mal das hier rein. Das brauchen wir gleich. Monsterfleisch. Ah, hier ist nochmal Magie. So. Die haben wir auch dabei gehabt, ohne dass wir sie brauchten. Das brauchen wir gleich für den Stab, genauso wie das. Ja, eigentlich lasse ich das doch mal da. So. Das kommt alles wieder hoch. Hier haben wir noch Holz. Kommt alles wieder hoch. Als ob wir uns übergeben müssten. So. Zack. Holz weg. Wir sind immer noch überladen. Das ist natürlich schade. Dann schmeiße ich die Sachen mal kurz auf die Treppe. Flauschi und die Henne haben sich lieb. Das ist natürlich erfreulich. So. Immer noch überladen? Ach so, von dem ganzen Holz und so. Schaffen wir es? Nein! Natürlich nicht. Ich packe die Pilze mal rein. Nehme das auf. Und wir machen den Stab der Glut auf Stufe 2. Zack! So. Und da fehlt eigentlich nur noch ein Stab, ne? Und zwar der Schildstab. Hier, Schutz. Dafür brauchen wir die Blutklumpen. Oh, wir brauchen 20. Verdammt! Weil zum Aufwerten brauchen wir immer 10. Ne, wir brauchen 20. Wir haben sowieso nicht genug. Weißt du was? Dann machen wir das später. Ich pack das hier erstmal rein. Und das Eiter und die Suttlingskerne genauso. Wir haben immerhin jetzt den Feuerball, weil das war mir ein wirklich wichtiges Anliegen. Oh, sind die Skelette tot? Das weiß ich nicht. Das muss ich mal kurz nachgucken. Aber erstmal nehme ich hier die Eier auf. So. Die Hände liebt mich. Das ist schön, aber ich möchte gerne das Ei. So. Und dann gucke ich mal hier gegen und schmeiß das mal hier gegen. Huch. Oh, jetzt habe ich es durchgeworfen. Das wollte ich natürlich nicht. So. Perfekt. Da könnt ihr snaggen. Das Ei bitte. Weg da. Hä? So. Das finde ich ein bisschen nervig, dass man die nicht aufsammelt. Aber ich glaube, das war schon eine sinnvolle Entscheidung. Damit man nicht die ganzen einzeln hingeworfenen Eier jedes Mal wieder aufnimmt, ne? Glaube ich. Deswegen haben die das gemacht. Ich gehe mal hier hin. Nehme die Sachen auf und bringe die kurz oben wieder in die Rüstkammer. Oh, Gott sei Dank, wir sind nicht überladen. Das ist natürlich erfreulich. Dann schmeiße ich mal die Chitin-Klamotten hier wieder dran. So und so. 5, 6. Und so und so. 5, 6. Und den hier hin und den dorthin. Die 6. Na komm. So. Und den Hammer hier hin. Die Spitzhacke brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen allerdings den. Und wir gehen wieder in die Nebellande und holen uns ein bisschen, also farmen die Pilze weiter. Perfekt. Dafür müssen wir die erstmal alle ernten. Oh, sehr gut. Das war doch hier sehr erfolgreich, was wir hier gemacht haben. Keiner der Pilze ist verkackt, doch einer, ne? Der da vorne. Ansonsten sind alle Pilze... Ja, das haben wir gut gemanagt. Oh, vor allem die gelben, ne? Dann können wir ein bisschen Omelette machen. Nice.
ein geernteter gelber Pilz sind ja drei. Und wir brauchen genau drei für ein Omelett. Nice. Da würde ich tatsächlich sogar dieses Mal diese komplette Reihe hier, also diese komplette, also dieses Beet voll mit den gelben machen. So. Oh, wenn ich da hinten schon wieder das hässliche Vieh höre, ne? Gar keinen Bock mehr. Oh, das war zu dicht, glaube ich. Nicht zu greedy sein. So. Und hier und da. Das sollte reichen. Könnte aber passen vom Platz. Ne, weil ich glaube, der hier zum Beispiel... Ja, doch. Ich glaube, das geht so. Hier nochmal ernten. Ah, hier liegt noch das Gold. Die nehmen wir auch mit. So. Und hier machen wir die blauen nochmal. Nicht bauen, sondern anbauen. So. Na, heiß. Habe ich richtig Angst, dass hier mal irgendwann ein hässliches Vieh kommt und alles kaputt macht. Würde eigentlich tatsächlich ganz gerne das hier, habe ich mir überlegt, überdachen. Ne? Also, dass das hier so unterirdisch ist sozusagen. Und wenn halt ein Vieh rüberfliegt, dann sieht es uns nicht und wir sind safe. Aber das müssten wir dann wiederum mit schwarzem Marmor machen. Und dafür brauchen wir erstmal wieder welchen. Das will ich dann, glaube ich, auch als nächstes machen. Schwarze Marmor-Session. Hau ich dann wieder den Bergkönig an, ne? Würde ich sagen. Ich nehme mal kurz das auf und schmeiß das mal dahin, wo es mich andauernd nervt. Hier. So. Perfekt. Ja, damit können wir wieder zurück. Die Wurzeln sind ausgelaugt. Das ist natürlich schade. Aber gut, so ist das. So. Und wir sortieren alles ein. Nice. Und nice. Fast voll. Ah doch, wir haben es voll. Sehr gut. Hier ist Gold. Und Harz. So. Sehr gut. Und stimmt, wir haben den Zauberstab noch gar nicht ausprobiert. Wollen wir den mal kurz ausprobieren? Soll ich den mal hier oben ausprobieren? Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich mache es einfach mal. Wenn ich hier mal drei... Und dann schieße ich da mal hin. Ach ja, Eiter erforderlich. Das ist es mir wert. Komm, dafür haben wir doch gerade geerntet. Wie viel Mana kostet das denn? Okay. Also haben wir ein Artillerie-Ding, was unseren Bogen ersetzt. Und das hier ersetzt sozusagen unser Schwert. Ne? Dann brauchen wir die Pfeile eigentlich gar nicht mehr. Haben wir etwa Inventarplatz gespart, wenn wir es euch so machen? Können wir das alles wegsortieren, ne? So. Ja. Was? Warte mal. Das kann doch gar nicht wahr sein. Nee, ich pack die Pfeile. Die Pfeile doch mal hier unten rein. So, so. Die billigen Frost und die hier hin, damit wir die mit einem Blick auseinanderhalten. So. Den Bogen. Die beiden brauchen wir andauernd. Die hier eigentlich auch. Das hier kann eigentlich mit nach oben an die. Das kann alles dahin. Ich bin jetzt eigentlich Magier, ne? Komm. Wir sortieren mal ein bisschen. Huch. Alter. Was für ein Hardcore-Lag-Spike beim Speichern. Das war schon mal besser. Hat sich wohl wieder ein bisschen verschlechtert. Gut. Ich repariere mal alles. So. Da nischt. Und hier noch. Sehr gut. Und dann sortieren wir alles, was wir hier gerade haben, nochmal in die Rüstkammer. Oh Mann, hier geht uns nämlich der Platz aus, wa? Mach ich mal so, 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 so. Halt! Shit, die hätte ich unten hinbringen müssen. Hm, hier die 1. Da die... Hier die 4. Ja, ich mach mal hier die 4. Ja.
Hier die 2. Nee. Hier die 3. Und das Schwert kommt dahin. Ja, ist doch schick. Kann man so anbieten. Dann das alles nach oben. Das hier nach unten. Und ich würde tatsächlich noch einmal kurz was kochen wollen. Was auch wiederum bedeutet, dass unten das Feuer brennt und die Eier hier gewärmt werden. Deswegen, ich lasse die tatsächlich mal wieder ein bisschen brüten. Wir haben jetzt so viel Eier, was mich natürlich freut, ne? Weil ich will lieber Eier haben als Hühnerfleisch. Aber dann können wir ein bisschen nachproduzieren. Und ich würde jetzt tatsächlich... Oh, nee, das ist zu früh, ne? Das ist eigentlich zu früh. Ich sollte das erst aufbrauchen. Da... Nee, warte mal, ich mache das anders. Ich lasse das so. Komm, ich nehme so ein Stack. Ich mache aber nochmal Magienahrung hoch. Auf Max. Dafür nehmen wir die guten Pilze raus. So wie die hier. Wir machen das erste Mal Omelette. Lass mich kurz überlegen. Pilze. Rüben. Beeren waren da nicht bei. Das war dabei. Das Gelee. Das Monsterfleisch. Hier, Sucherfleisch. Die hier. Und das war's, ne? Außerdem für das Omelett brauchen wir Eier natürlich. Und ich glaube auch die gelben Pilze. Nochmal so. Und ich packe außerdem das Werkzeug wieder rein. So. Und ihr könnt schön ordentlich Eier legen. Ich wärme die mal, damit die geschlüpft werden. Schlüpfen. Oh, Schwarzmetall, das nehme ich natürlich alles mit. Reicht das erstmal? Oder sollten wir direkt wieder was einschmelzen? Ich guck mal. Ich glaube, das passt fürs Erste. Wie viel Kupfer wir noch haben. Können ja eigentlich mal 10 und 5 rausnehmen und das zu Bronze verarbeiten. So. Damit das hier in einer Reihe ist, ne? Und dann haben wir halt hier ein bisschen Bronze über. Holz. Da brauchen wir... ich mach mal 4. Ich mach hier 2 rein, damit das länger an ist, damit die Hühner schlüpfen. Und so und so. Dann... oh, gekochtes Ei. Es sieht so lecker aus. Ist mit einem mein Lieblingsessen. Strammer Max. Finde ich richtig, richtig lecker. Also ich mache auch ein Spiegelei mit so einem speziellen Gewürz. Das schmeckt so. Ehrlich. Aber das war mal. Ich bin jetzt Veganer. Ich esse kein Ei mehr. Finde ich einfach nicht gerecht. Deswegen lasse ich das schön bleiben. So, wir craften uns ordentlich davon. Warte mal. Und bisher erstmal so viel, wie es geht, davon. Bis das Superfleisch alle ist. So. Und nochmal. Und nochmal. Zack. Dann. Das hier kommt natürlich alles in die Chest. Das hier verkrafte ich gleich zu Bronze. Dann machen wir mal die ungekochten. Das hat Vorrang, ne? Die Magie-Sachen natürlich. Gott sei Dank braucht das jeweils... obwohl, nee, es braucht 3 von den blauen Pilzen. Das ist natürlich gemein. Ich mache davon mal 16. So, haben wir schon mal 8. Pack ich mal da rein. Und hier auch. Dann holen wir uns mehr blaue Pilze. Und craften den Rest auch noch. Moment. So. Und machen uns nochmal 8. Ne? Einfach weil 4 in einen Ofen passen. Hier. So. Boah, da gehen aber auch echt die Rüben flöten, wa? Sechs. 7. Und 8. Sehr gut. Und dann machen wir noch Pilzomelette. Oh, geil. Mit erdigem Nachgeschmack, okay. Aber leckeres Omelette, also ich liebe Ei, ne? Also so gebratenes Ei, ich finde das so lecker. Hier,
Und dann machen wir Omelette. Machen wir die voll. Oh, wir brauchen 3 Eier für einen. Okay. Da hole ich, glaube ich, noch einen Stack Eier. Oh, Alter, Ausdauer 85. Ja, moin. Weißt du was? Da crafte ich noch viel, viel mehr von. Ich nehme sogar 2 Stacks Eier raus. So, so. Oh, ich trage zu viel. Ich verarbeite mal die Barren zu Bronze, damit wir nicht mehr überladen sind. Hier. Bing! Muss es nicht genau die gleiche Masse sein und genauso viel wiegen? Aber egal, da drücken wir mal ein Auge zu. So, Bronze rein. Halt. So. Das ist fertig gekocht. Schnell raus damit, bevor es verbrennt. Und Pilzomelette. Warte mal, die fertigen Sachen. Ist jetzt ein bisschen wenig, ne? Eigentlich sollte ich davon nochmal 4 machen. Komm. 2, 3 und 4. Und hinein damit. Und währenddessen machen wir nochmal schön ordentlich Omelette. Da würde ich tatsächlich so viel machen, dass wir keine mehr craften können. Weil das ist ja die beste Ausdauernahrung, so wie ich das verstanden habe. Ne? Heilkraft, Dauer. Was heißt Heilkraft? Das heißt ja nur Leben, ne? Nicht Ausdauerregeneration. Ausdauerregeneration wird durch Nahrung, glaube ich, gar nicht beeinflusst. Aber kann auch sein, dass ich Unsinn rede. Huch. Ah, wir haben keine von denen mehr. Perfekt. Dann warten wir noch, bis das hier fertig ist. Ja. Aber das und das. Sehr gut. So will ich das sehen. Und davon die Hälfte zurück in die Chest. Und das wird dann alles einsortiert. So. Her damit. Und wir sortieren alles in die Essenskiste hinein. Also, das kommt. Hier sind 2 Reihen Leben, 2 Reihen Mitte, 2 Reihen Ausdauer, 2 Reihen Magie. So. Ausdauer mache ich mal so und so. Und das hier hin. Und den Rest wieder einsortiert. Gelee. Pilze. Zack, zack. Oh, hier sind ja noch welche. Die packe ich hier auch mit rein. Sehr gut, haben wir auch genau gleich viel. Und Eier. Rüben. Oha, da brauchen wir echt ein paar mehr. Gott sei Dank haben wir welche angebaut. Und Monsterfleisch. Nice. Und was geht hier mit den Hühnchen? Habt ihr euch schon vermehrt? Müsstet ihr ja jetzt, ne? Oh, da liegt eine da. Das will ich natürlich nicht. Frage ich mich, warum das passiert? Weil nicht, dass das Huhn hier entsteht und dann... Da, das meine ich. Da ist eins da entstanden. Oh, oh. Okay, da hole ich mal kurz mein Schlachtermesser raus. Und wir brauchen das Schlachtermesser außerdem für das Huhn, was hier die ganze Zeit rumläuft. So, ich starte mal hier drauf und hier drauf. Ja, shit, wie komme ich denn da jetzt ran? So, perfekt. So, Federn. Hühnerfleisch haben alles. Gott sei Dank. Warum bleiben die hier manchmal hängen? Wegen dem? Soll ich den mal wegreißen? Ich reiß den mal weg, komm. Ich glaube, der ist das, der das hier die ganze Zeit so verhindert. Und den reiße ich auch mal weg. Gut möglich, dass der ebenfalls was verhindert. So. Dann müsste hier doch alles easy going runterfließen. Runterrollen. Ich schmeiß mal das Holz rein. Das Kernholz. Oh nein, das liegt jetzt außen, ne?
Na gut, so sei es. Federn. Hühnerfleisch und Aegis. Hier. Und das Korn schmeiße ich hier wieder hin. Dürft gerne weiter snacken. So. Guten Appetit. Und viel Spaß beim Brüten. Und dann mache ich mal so. Beziehungsweise... Ich dachte gerade, da liegt was, aber ist nicht so. Ich guck mal hier, ob hier irgendwo das Huhn rumrennt. Nö. Nö. Hier ist es nicht. Keine Ahnung. Oh. Was will er denn, Alter? Komm hier, den schieße ich mal mit dem Feuerball ab. Huch, oh shit. Das war aber keine gute Idee. Schnell alles reparieren. Das sollte ich schön bleiben lassen. Oh oh. Oh, jetzt fehlt hier eine Schmiede. Willst du mich verarschen? Was soll das denn? Ehrlich. Herstellung. Schmiede. So. Hä? Oh, es braucht eine Schwarzschmiede, kann das sein? Hä, es braucht eine Schwarzschmiede? Tatsächlich. Ach so. Gut, dann beschwere ich mich nicht. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Ja, vielleicht sollte ich mal aufhören, hier mit diesem Feuerball-Ding hier so fröhlich rumzuballern. Wenn ich keine Ahnung habe, was ich tue. Ich stelle mich mal hier oben drauf. Wie wär's denn damit? Oh. Da habe ich noch mehr Schaden angerichtet. Moment. So. Dann jump ich mal hier oben drauf. Jetzt lass mich doch. So. Feuerball. Stopp. Ein Stück weiter nach da. Und. Hui. Nein, bleib da stehen. Treffer, oder? Ja. Ein bisschen höher. Noch ein Stück höher. So. Volltreffer. Sag mal. Warum stirbt denn der nicht? Alter, warum hält denn der Feuer so gut aus? Ja, nee, wenn er sich bewegt, bringt das gar nichts. Er verzieht sich. Soll mir recht sein. Gut. Hauptsache, er macht da keinen Schaden. Und ich frage mich immer noch, wo dieses Huhn rumläuft. Hier jedenfalls nicht. Das muss doch hier irgendwo sein. Weil das würde ich nämlich gerne mal killen. Hier sind nur die Hühner, die hier auch sein sollen. Wie viele Körner sind da eigentlich noch? 10. Oha. Müssen wir auch mal wieder auffüllen. Flauschi, ist das Huhn da oben? Da ist es doch. 2 sogar. Ich glaube, es hackt. So. Hier läuft aber nicht noch ein drittes rum, oder? Nee. Kann es sein, dass sie zu den Körnern wollten? Und deswegen da standen? Weil die Körner da sind? Ja, ne? Ich glaube, die wollten hier gerade runter. Deswegen waren die da festgebackt. Gut, wie auch immer. Alter, wir haben richtig lange gezockt. Und übelst viel gewuppt. Sind noch ein paar Mal gestorben, aber so ist das nun mal. Ich fand es trotzdem mega geil. Und ich würde tatsächlich jetzt auch erstmal wieder die Aufnahme beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein und würde sagen, bis zum nächsten Mal.